Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Prehistoric Kingdom Video. Heute möchte ich euch mal wieder etwas an News anführen bzw. zusammenführen und ich möchte euch wissen lassen, wie es jetzt überhaupt mit Prehistoric Kingdom vorangeht. Und ja, es gibt auch wieder einen neuen Devlog. Den wollen wir uns allerdings erst später anschauen, denn jetzt wollen wir nicht erstmal anschauen, wie weit ist Prehistoric Kingdom jetzt überhaupt gekommen. Um das zu wissen, müssen wir mal einen Blick auf das hier werfen. Das nennt sich ein Trello Board. Ein Trello Board ist sozusagen deine Planungsstätte und wurde speziell zum Beispiel für Computerspielentwickler und Videospielentwickler entwickelt. Um sozusagen eine Art Übersicht zu haben, was alles vonstatten geht. Man weiß ja eigentlich, dass eine Art Produktion eines Videogames, egal in welcher Art, eigentlich streng geheime Ziele hat, um das perfekte Spiel aller Zeiten zu kreieren, damit wir zufrieden sind als Publikum. Aber manche Computerspielentwickler, wie zum Beispiel Meridian Studios, welche hinter den Fassaden von Prehistoric Kingdom arbeiten, stellen zum Beispiel hier ihre Arbeitsschritte vor und man sieht hier zum Beispiel auch, was hier alles in Zukunft geplant ist. Das ist Prehistoric Kingdom und seine Zukunft. So, erst einmal, was gab es denn schon für Updates? Also, das kann man sich hier auch schon mal ansehen. Zuerst gab es das Beta 0.4 Update. Das war das Update, was direkt nach der Beta rausgekommen ist. Danach kam Early Access 1.0. Dann kam Minor Update 1, direkt nach Release. Ein bisschen später gab es dann Prehistoric Kingdom 1.0.4. Zu Halloween letztes Jahr gab es das Update 1.0.6. Und danach war Prehistoric Kingdom im 1.1 Update. Das bedeutet, dort hat Prehistoric Kingdom zum Beispiel Wüsttiere rausgebracht. Das kann man sich dann hier zum Beispiel auch ansehen. Da sieht man hier den Banner. Und wenn man dort den Banner bzw. den Changelog dazu ansieht, dann kommt man direkt auf die Steam-Webseite. Und dort steht dann zum Beispiel der Backlog, was dann hier alles passiert ist, was hier für Features sind, damit man so ein bisschen up-to-date ist, was hier alles so abgeht. Und ihr seht hier, hier wurden zum Beispiel an neuen Animationen gearbeitet, etwa so wie der Devlog gestaltet wird. Dann gibt es hier viele neue Objekte, viele neue Optionen, Aussichten, Skins, Screenshots und so weiter. Und natürlich gab es hier auch das Weihnachtsupdate. Komisch, oder? Eine Wüste zu bekommen, gleichzeitig Weihnachtsupdate in Form von Lebkuchenmännchen, die eine Form von Dinos haben. Aber ja, dann wird natürlich noch über die neuen Features geredet, über Bugfixes, über Performance-Updates und so weiter. Den Updates sind kein Ende gesetzt und wenn man das nicht durchgelesen hat, ist man dann schließlich zum Beispiel bei Update 5, auch bekannt als EA 1.1.2. Und das letzte vorige Update, was zum Beispiel vor ein paar Monaten rauskam, ist das Paraceratherium. Das ist das letzte Tier, was rausgekommen ist, und Update 7 hatte sozusagen ein Kraftwerk-Update für diverse Stromsachen und so weiter. Und hier wären wir dann jetzt sozusagen in der Präsentzeit, wo wir sozusagen uns anschauen können, was hier noch alles geplant ist.
und was jetzt sozusagen gerade vonstatten geht. Zum Beispiel, Update 8 ist nämlich gerade schon ein bisschen angelaufen. Deswegen heißt es mein letztes Video zum Beispiel auch: Prehistoric Kingdom Update 8 ist jetzt raus. Quasi. Weil das quasi ist darauf bezogen ist, dass es eigentlich noch nicht wirklich draußen ist. Das ist nämlich PTB. Und das werden wir uns auch gleich anschauen, was es ist. Das heißt nämlich Public Testing Build. Das bedeutet, es ist nicht mal ein offizieller Build, sondern das ist tatsächlich, man kann es jetzt testen. Wie man das macht, werde ich euch auch noch erklären. Auf jeden Fall sieht man hier, dass hier zum Beispiel der Velociraptor jetzt als neues Tier hinzugekommen ist. Dann ist hier das neue Pathfinding-System für das Update geplant. Dann Animal Welfare, das Animal Locomotion Update, Animal Genetic Mutations. Die habt ihr zum Beispiel auch schon gesehen. Dann gibt es jetzt Park Beauty. Das heißt, die Besucher untersuchen dein Park, also während die in deinem Park sind, ist das Grüne zum Beispiel, dass sie das Gehege toll finden, das Gelbe ist, dass sie es nicht so toll finden. Dementsprechend werden auch die Dinosaurier bewertet. Und dein Park wächst in Bekanntheitsgrad. Und was als Item noch hinzugekommen ist, ist der Wassertrog. Den habe ich mir tatsächlich noch nicht angesehen. Shame on me. Und das Tropical Biom wurde gereworked. Das habe ich mir tatsächlich auch noch nicht angesehen. Aber ich will irgendwann mal wieder streamen und da will ich das dann mal einfach mal ansehen. So. Okay. Soweit dazu. Und jetzt werden wir uns mal ganz schnell mal rüber machen in prehistoriekingdom.com oder de. Egal. Und schauen uns doch das neue Devlog an, weil wir jetzt nämlich so ungefähr wissen, wo wir sind. Und ich sage euch schon mal im Voraus, diese Dinosaurier hier haben tatsächlich auch was damit zu tun. Und das da. Ja, also bis gleich. Ganz kurz, bevor wir das allerdings alles anfangen, werde ich euch mal eine große Entschuldigung aussprechen, denn über die letzten Monate habe ich nämlich so gut wie überhaupt nichts über Prehistoric Kingdom berichtet, außer das plötzliche Video, welches vor ein paar Tagen rauskam. Das hatte vor allem den Grund, da ich tatsächlich das alles zusammenfassend machen wollte und tatsächlich dieser technische Kram vielleicht gar nicht mal so interessant ist. Aber ich hatte tatsächlich auch nicht sehr viel Zeit. Aber ich nehme mir die Zeit jetzt einfach. Und zwar folgendes. Schauen wir uns doch einfach mal die vorigen Devlogs an, zur Sicherheit mal. Da gibt es nämlich noch ein bisschen mehr, auch ein bisschen zur Technik. Beziehungsweise auf das, was in Zukunft geplant ist. Und ich glaube, das war vor allem speziell hier. Denn das Prehistoric Kingdom Update wird hier zum Beispiel hier schon in eine große Testphase übergehen, wo man spezielle zufällige Punkte von Tieren bekommt. Ja, und hier wird vor allem über die neue AI gesprochen, die sie beim Laufen verwenden. Beziehungsweise was sie auch planen, damit die Tiere zum Beispiel so werden, dass sie ein bisschen realistischer sind. Overviews. Und ja, das wurde alles überarbeitet. Wie das überarbeitet wurde, das habe ich euch sicher schon gezeigt. Es war noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Aber ja, es ist damit so Großes geplant. Und das kann man hier zum Beispiel sehen. Das Animal Overhaul ist zum Beispiel hier die AI, die zum Beispiel einfach mal, wenn zum Beispiel das Tier Hunger hat, dann kann das Tier einfach aus einem
vorgefertigten Weg, den richtigen Weg finden. Und direkt danach kann er eben sozusagen zum Futter kommen. Und ist dann sozusagen viel glücklicher. Und das ist richtig gut. Was ja auch in dem Update hier rausgekommen ist, ist, dass die Tiere jetzt ein Verhalten besitzen, dass sie zum Beispiel endlich die Unterschlüpfe benutzen. Oder halt den Wasserdruck, der auch rausgekommen ist. Den habe ich mir allerdings wirklich noch nicht angesehen. Das meiste, was ich mir tatsächlich angesehen habe, sind Genetikvariationen und Mutationen. Da habe ich schon etliches dabei hier gesehen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich sehr begeistert davon. Und hier wird zum Beispiel hier noch über ein paar Beauty geredet. Zum Beispiel wird hier gesagt, dass Paw Beauty eine neue Komponente ist von Paw Grading, die halt benötigt wird, damit Player ihren Park auf den optimierten Wegen bauen kann, was vor allem sehr ästhetisch, nahtlos und wunderschön ist. Gärten zum Beispiel sind ein guter Weg, um Park Beauty, also die Parkschönheit, aufzukurbeln. Das heißt Dekorationen, die wie Gärten aussehen. Und sowas wie Pflanzen oder andere Dinge wie Zäune können tatsächlich die Dreckigkeit, die Infrastruktur helfen zu reduzieren. Reduzierung von Dreck, glaube ich. Hier sieht man zum Beispiel auch, wie Shopping benötigt wird. Und hier sieht man so ein bisschen, wie Tropical geremaked wurde. Das ist aber jetzt allerdings das, über das ich nicht reden will. Nur damit man sozusagen weiß, ja, das ist alles noch hier in diesem Update jetzt mit hinzugekommen. Denn hier gibt es nämlich auch schon einen kleinen Overview. Und zwar ist das Grasland für Update 9 geplant. Deswegen wollte ich nämlich mit euch hier mit herkommen. Weil ich nämlich schon weiß, ja, es wird ja ein neues Grasland-Biom geplant für die nähere Zukunft. Und das wird halt in Update 9 dann alles rauskommen. Ja. Und anderes, über das kann ich mit euch mal später reden, vielleicht auch in einem Stream oder so. Das kann ich euch dann mal zeigen. Ansonsten schauen wir doch mal in die Zukunft. Beziehungsweise, wo sind sie denn jetzt alle? Das kann man hier zum Beispiel am besten sehen. Hier sieht man auch eine ganzen Überblick hier, was ja alles hier schon vonstatten gegangen ist und gerade sind wir wieder bei Oktober 2023. Inzwischen ist es ein Jahr übrigens her, seitdem Prehistoric Kingdom sein Halloween-Pack rausgebracht hat und damit auch die ganzen Tiere, die halt dazugehören zu dem Wüstenpack. Beziehungsweise ist ja fast wieder Weihnachten. Und hier wird dann zum Beispiel das Public Testing vorgestellt. Und hier wird zum Beispiel erklärt, dass das, wenn man Prehistoric Kingdom hat, dass nicht direkt das Fenster aufploppt, wenn man das Team startet. Denn das passiert normalerweise, wenn ein offizielles Bild rauskommt. Da es aber nur ein Testding ist, klickt man zu Prehistoric Kingdom in der Steam Library, gehe zu Properties, dann zu Betas und dann kann man bei Beta entweder einen Code eingeben, also da gibt es so eine Eingabe mit Code und oben drüber gibt es dann noch so eine kleine Auswahl und da müsst ihr dann das hier auswählen und dann wird Prehistoric Kingdom auf diese Zwischenversion geupdatet. Das ist noch keine offizielle Version, so wie man das vielleicht kennen würde, sondern es ist wirklich. Ja, es sieht schon aus wie eine offizielle Version, aber es ist eigentlich ein Testbuilding, das so weit vorangebracht wurde, dass es zumindest ja auf den jetzigen Stand ist er eben. Und
was alles verändert ist, kann man euch empfehlen, hier die Patch Notes zu lesen, die es ins Team gibt. Das heißt aber natürlich auch, dass das Update 8 noch nicht komplett fertig ist. Das wollten sie entschuldigen. Eigentlich war der Plan vorher, dass die noch gegen Ende Oktober fertig werden. Hat sich allerdings jetzt doch nicht ergeben. Aber damit wir uns nicht gleich enttäuscht fühlen, haben sie dieses Testbuilding hier sozusagen fertiggestellt und können es uns testen lassen. Deswegen kann ich zum Beispiel meinen Spielstand auch schon Albinos sammeln. So, und hier steht, wo sie sind. Ja, das Update 8. Bei Update 8 sind die meisten Tiere geupgradet worden und wurden zu Version 2 geupdatet. Und eines der häufigsten Features, die die halt haben, sind zum Beispiel kosmetische Dinge wie zum Beispiel lustige Beine, fehlende Audio, fehlende Animation oder Tiere, die halt in Plätzen sind, wo sie nicht sein sollen. Falls ihr das nicht versteht, ich hatte das ein bisschen schwammig erklärt. Das heißt zum Beispiel wie, wenn ein Tier jetzt zum Beispiel im Gehege läuft, kann es plötzlich sein, dass die einen Felsen hochklettern und dann sind sie zum Beispiel auf der Höhe des Felsens geklettert und sind dann plötzlich ganz weit oben, obwohl sie da nicht sein sollten. Und hier steht, dass viele Hotfixes rauskommen werden, damit Update 8 noch ein bisschen improvisiert wird, bis es eben bereit ist, ins Live-Game übertragen zu werden. Das bedeutet, bis es komplett für die Öffentlichkeit zugänglich ist, für die Leute, die jetzt zum Beispiel noch ein bisschen warten wollen, damit das auch richtig perfekt wird. Und zum Beispiel mit ausbalancierten Animationen, Audio-Support und weil das Update ist, groß ist. Können die Spieler jetzt schon mithelfen, dass es sozusagen noch besser wird und dementsprechend auch perfekt wird. So, und da steht auch direkt gleich, warum die daraus einen Testing Branch gemacht haben. Bei dem Testing Branch haben sie den Spielern die Möglichkeit gegeben, in experimentelle Releases reinzuhüpfen und einige Macken des Spiels zu finden, die sie dann ausbessern und updaten können. Und in Verbindung mit den Dev Diaries finden die damit halt einen sehr transparenten Weg, diese halt auch zu berichten, wie sie es halt umgesetzt kriegen, bis es halt im finalen Release in das aktuelle Live-Game übertragen wird. Und da steht auch der Hinweis, Spieler können den Bug-Report und Feedback-Forum im offiziellen Discord-Server nutzen, um ihre Bugs und ihre Macken aufzulisten. Und wie wird so ein Public Testing Branch benutzt? Hier steht, sie planen das PTB zur Verfügung zu stellen, wenn es nötig wird. Wenn es zum Beispiel nötig ist, das Spiel in die nächste Version zu verbessern, neue Mechaniken zu testen oder die Qualitäten der Hotfixes zu testen, bevor es halt wirklich veröffentlicht wird. Und da steht dann noch die. Und da steht noch die Frage, wann wird denn dann das Update 8 jetzt endlich fertiggestellt werden? Also wann ist perfekt? Und hier steht dann, dass die nächsten Wochen planen, die ganzen Macken von
Update 8 auszubessern. So, dass sie dann schließlich Hotfixes entwickeln können und damit sie dann weitermachen können. Das bedeutet, in ein paar Wochen oder so ist dann das Update höchstwahrscheinlich komplett. So, und wie sieht es jetzt mit der Zukunft dafür aus? Hier steht, dass das Team jetzt aufgeteilt arbeitet, während ein Teil des Teams jetzt für den Support für Update 8 arbeitet, macht ein Team, ein anderes Team, ein anderer Teil des Teams, Update 1, Update 9 und 10 gleichzeitig parallel. Und diese Dev-Diaries sind vor allem nein, ich meine, diese Updates wurden in vergangenen Dev-Diaries schon erwähnt, dass diese auf zukünftige Updates konzentriert sind. Zum Beispiel, dass es jetzt mehr Content geben wird, wie zum Beispiel Tiere, Karten oder Baustücke. Und wir sollen tatsächlich die Zeit genießen, wo das alles vorgestellt wird. Wo wir gerade bei neuen Dinosauriern sind, hier ist eine neue Spezies, die direkt zu Update 9 dann reinkommen wird, wenn das alles fertig ist. Das wird ein paar Monate dauern. Aber hier zum Beispiel ist der Carcharodontosaurus saharicus. Der Carcharodontosaurus gehört zu der Gruppe der Carcharodontosauridae und ist tatsächlich ein entfernter Verwandter von Giganotosaurus. Nur um es so zu betonen. Denn viele könnten jetzt sicher nichts mit den Dinos anfangen, wenn man nicht sagen würde, mit welchen Dinosauriern die verwandt sind. Und Giganotosaurus bzw. Carcharodontosaurus gehören tatsächlich zur Obergruppe der Allosauridae. Das bedeutet, diese Dinosaurier sind vor allem auch verwandt mit Allosaurus. Wenn auch nur entfernt. Aber ja. Und dieser Raubdinosaurier hat vor allem den Namen deswegen, weil er diese typischen Haizähne hat. Also sein Name bedeutet sprichwörtlich Haizahnechse. Und Kakarodonto, also beziehungsweise Kakarodon, ist der lateinische wissenschaftliche Name des weißen Hais zum Beispiel. Und hier sieht man auch schon ein Ingame-Picture, wo man richtig sieht, wie toll das eigentlich aussieht in dieser natürlichen Umgebung. Und ich hoffe tatsächlich auch sehr, dass wir das dann ungefähr auch so sehen werden, beziehungsweise wir werden es schon auf jeden Fall so sehen. Aber ich denke, dass bis dahin auch die künstliche Intelligenz sich dabei noch ein bisschen weiterentwickelt hat und wir tatsächlich die Dinosaurier noch besser sehen können, als wir die jetzt schon sehen. So, das ist zum Beispiel auch schon ein Raubsaurier, den ich nicht vermutet hätte. Und jetzt habt ihr es gerade schon gesehen. Die zweite Spezies. Es hätte ich tatsächlich am wenigsten erwartet, aber die zweite Spezies, die für Update 10, das heißt ein Update nach Update 9 vorgestellt wurde, ist der Höhlenlöwe. Beziehungsweise sind es zwei Höhlenlöwenarten in einem Tier. Ihr müsst es euch so vorstellen, die haben jeweils immer drei Skins. Und einer der Skins oder zwei der Skins können zum Beispiel eine ganz andere Spezies sein, während der andere zum Beispiel die zweite Spezies ist. So ist zum Beispiel Panthera spelaea, 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 Panthera, also beziehungsweise der Höhlenlöwe, in zwei Arten unterteilt worden, nämlich Spelea, was in dem Fall der europäische Höhlenlöwe ist, und Aatrox, welcher der amerikanische Höhlenlöwe ist. Ja, gab mehrere Löwenarten. Und der Höhlenlöwe ist der bekannteste von allen, aber es gab ja zum Beispiel auch den anderen Löwen, der ein bisschen mehr mit Berberlöwen verwandt war. So. Das Team stellt den Höhlenlöwen, den europäischen Höhlenlöwen, Panthera spelaea, und den amerikanischen Höhlenlöwen Pantheratrox als alternative Spezies in Update 10 vor. Das bedeutet, es sind eigentlich im Grunde zwei Spezien in einem Tier.
Und so werden tatsächlich die Spezies in diesem Roster auch zusammengezählt. Und hier sieht man ein Bild halt von dem europäischen Höhlenlöwen. Das sieht ja wirklich aus wie eigentlich jeder normale Löwe, nur halt weniger Mähne, mehr Bauchfluff und so. Aber ansonsten muss ich sagen, das ist ein schönes Tier, muss ich echt sagen. Und dann hat man noch den amerikanischen Höhlenlöwen. Der ist tatsächlich so ein bisschen mehr wie so ein Leopard dargestellt von den Flecken her. Finde ich ziemlich cool. Hat auch was von dem Liger, muss ich mal sagen, deswegen. Und ja, während des Branchings, beziehungsweise während die an den jetzigen Update gearbeitet haben, sind natürlich ein paar Blooper aufgefallen, die ganzen Leute, also die ganzen Entwickler hier aufgezeichnet haben. Wie zum Beispiel Mammut pinkelt an Hydranten. Protoceratops macht Stunts. Torvosaurus benutzt ein Skateboard. Texas Showdown mit Torvosauriern, die breitbeinig dastehen. Ein Riesenmammut schläft auf den Boden. Ist riesengroß. Und verschiedenfarbige Brachiosaurier mit verschiedenfarbigen Bäuchen treffen sich zu einem Ich bin Spider-Man-Meeting. Du bist auch Spider-Man-Meeting. Der Brachiosaurus im Vorschaufenster hat keinen Bock mehr. Oder das? Was soll man das auch ist? Und Tiere haben eine komische Verletzung sich zugezogen und können ihre Beine nur noch in der Luft kontrollieren. Hatte ich tatsächlich noch nicht gehabt, aber ich muss zugeben, ich hatte das hier. Das da. Hatte ich mal ganz kurz vom Weiten gesehen, habe ich mich gefragt, hä, warum hebt er sein Bein so hoch? Jetzt wissen wir wieso, er musste pissen. Und schließlich ist hier das Community Spotlight. Der Community Spotlight zeigt die kreativen Arbeiten von Leuten, die Gebäude bauen. Oder sonstige Sachen. Hier zum Beispiel hat jemand neben den Gehegen, was derjenige gebaut hat. Eigentlich ist das ziemlich genial, weil der das nämlich in so einer Art wie so ein Gewächshaus gebaut hat. Nur eben noch richtig, richtig groß. Und da hat er auch diese Bodenplatten gemacht, die aussehen wie ein Mammut. Und hier wurde auch so ein Eingangsbereich gebaut. Der sieht ja schon fast so aus wie, wenn ich mich nicht irre, sogar vom Londoner Zoo der Eingang. Ich kann mich aber auch irren. Ich fände es toll. Jedenfalls, was steht denn hier? Durch den November werden sie das Public Testing Branch mit neuen Hotfixen updaten. Ja. So, dass es näher an den Release von Update 8 kommt. Wir werden nach vorne schauen, euch die Nachrichten übermitteln. Und hofft, ihr habt einen wunderschönen Monat. Dann kann man wirklich nur sagen, wir hoffen, dass sie auch einen schönen Monat haben. Und ja, jetzt wisst ihr so ungefähr, was jetzt diesen Monat alles los sein wird. Und was noch alles los ist. Ja, ich kann euch noch so viel erzählen, aber unsere Zeit ist leider schon um. Damit wisst ihr zumindest, dass es hier eine transparente Möglichkeit gibt, hier reinzuschauen. Deswegen wünsche ich euch doch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mehr darüber sehen wollt, immer am Ende jeden Monats kommt ein neuer Devlog raus. Der wird euch dann darüber berichten, wie die gesamten Spiele sich entwickeln oder das gesamte Spiel sich entwickelt, welche Dinosaurier noch geplant sind. Und vor allem, wann es zum Beispiel das nächste Building gibt, das nächste Update. Und mehr kann man dazu nicht sagen, außer dass das bisher mein Highlight für diesen Monat ist. Also wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Also bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.